Was braucht es, um in der Psychiatrie zu landen? Nicht viel. Das zeigen gleich unsere Recherchen. Die Zahlen. Rund 60.000 Patienten werden in der Schweiz jedes Jahr in psychiatrische Kliniken eingewiesen. Jeder vierte gegen seinen Willen. Ein Spitzenwert in Europa. Viel zu viel, sagen selbst jene, die solche Menschen einweisen. Fürsorgerische Unterbringung, so nennt sich das. Es ist ein massiver Eingriff, der nicht unbedingt von einem Psychiater angeordnet wird, sondern in vielen Kantonen vom Hausarzt. Ipek Stumpf und Erwin M. haben eine solche Zwangseinweisung erlebt. Mein Kollege Thomas Vogel hat mit ihnen über ihr Trauma gesprochen. Hier im Treppenhaus fing alles an. Ein Ehestreit, kurz vor Mitternacht. Ipek Stumpf und ihr Mann können sich über die Erziehung der Tochter nicht einigen. Beide werden immer lauter. Irgendwann saß er dann, um dann Ruhe vor uns zu haben, hat sich dann hingesetzt mit seinem Glas Wein. Ich konnte leider keine Ruhe geben. Also ihr Mann saß hier auf der Treppe? Ja, der saß dann hier auf der Treppe und ich bin wieder hier hin und habe dann immer weiter gestritten, weil ich wollte das einfach zu Ende bringen, diesen Streit. Er will ins Hotel, weil er den Ehekrach nicht mehr aushält. Sie schneidet die Schnürsenkel an seinen Schuhen durch. Wieso haben Sie das gemacht? Ganz kindisch. Sehr infantiles Verhalten, ich habe nicht nachgedacht. Im Einweisungsprotokoll steht, Sie haben Ihren Mann bedroht mit der Schere in der Hand. Ich habe ihn nicht bedroht, ich habe nur gesagt, ich möchte sie nicht hergeben. Das war alles. Ipek Stumpf führt uns zum Polizeiposten in Kreuzlingen. Ihre Tochter rief mitten in der Nacht die Polizei an. Stumpf muss mit auf die Wache. Dort kommt ein Arzt dazu. Dieser weist sie in die nächstgelegene Klinik ein, ohne sie genau zu befragen. Hat man ihm gesagt, wo man sie hinfährt? Macht Münsterling in eine Klinik. Mehr nicht. Sie wussten, es geht um die psychiatrische Klinik? Nein, das wusste ich nicht. Wir schlagen vor, gemeinsam zur Klinik zu fahren. Nicht leicht für Frau Stumpf, aber sie willigt ein. Ist es für Sie jetzt, wenn wir so Richtung Klinik fahren? Aufregend, beklemmend, unangenehm. In Ipek Stumpf werden die unangenehmen Erinnerungen an die 5 Tage in der Klinik wieder wach. Als Polizisten sie zwangsweise einlieferten, waren in der Akutpsychiatrie alle Betten belegt. Die Ingenieurin landete in der Alterspsychiatrie. Und dann wird man auf einmal eingesperrt, weggesperrt. Man weiß gar nicht warum. Das ist so, die Türen werden abgeschlossen, man sitzt mit alten Menschen dort, die absolut senil sind und gar nichts mehr vom Leben mitbekommen. Und man sagt nur, schlafen Sie hier, hier werden Sie therapiert. Kaum ein Land in Europa verzeichnet so viele Zwangseinweisungen wie die Schweiz. Rund jede 4. Einweisung in eine geschlossene Klinik geschieht gegen den Willen der Betroffenen. Warum ist das so? Wir fahren in den Thurgau zu dem Arzt, der Ipek Stumpf in jener Nacht eingewiesen hat. Es ist kein Psychiater, sondern ein Hausarzt, eine Schweizer Besonderheit. Der Rundschau liegt das Einweisungsformular vor. Ipek Stumpf wird darin attestiert, sie leide unter unkontrollierten Aggressionsausbrüchen. Es habe einen Angriff mit Schere auf den Ehemann gegeben. Seine Frau habe damit nur herumgefuchtelt, ohne ihn anzugreifen, sagt der Ehemann gegenüber der Rundschau. Verfügt hat die Einweisung der Hausarzt Urs Peter Bierli. Dr. Bierli empfängt uns. Neben seinem 100%-Job als Hausarzt schiebt Bierli regelmäßig Nachtdienst als Amtsarzt. Oft wird er aus dem Schlaf gerissen, um psychisch angeschlagene Personen zu beurteilen. In der Regel geht das recht zügig. Jemanden einzuweisen, kann eigentlich fast nicht ein Fehlentscheid sein. Weil er ist dann mindestens in Obhut. Und innerhalb ein paar Tagen zeigt sich so dann, ob die Rückhaltung noch gerechtfertigt ist. Und wenn nicht, dann kann er wieder gehen. Das heisst im Zweifel eher Einweisung in die Klinik. Wenn man doch mit der Möglichkeit von einer Gewalttat oder so etwas muss rechnen, denn auf eine Art schon. Die Klinik Münsterlingen weigert sich, der Rundschau Fragen zur Einweisung von Frau Stumpf zu beantworten. Ipek Stumpf findet, Zwangseinweisungen seien in gewissen Fällen nötig, aber ein Hausarzt sei dafür ungeeignet. Was wichtig ist,
dass man dann einen Spezialisten holt, das heißt, sprich einen Psychiater, der ein Gespräch mit der Person führt und sagt, was ist da passiert? Wie fühlst du dich? Bald schon merken wir, dass sich Kliniken nur ungern in der Öffentlichkeit zu diesem Thema äußern. Schließlich bekommen wir eine Interviewzusage von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Wir besuchen Vizedirektor Paul Hoff und staunen, wie offen er mit uns redet. Hoff berichtet von Mitarbeitern, die ihren Job kündigen, weil sie nicht länger Patienten gegen ihren Willen behandeln wollen. Zu viele Patienten seien zwangsweise hier. Wir haben in den letzten Jahren in der Regel etwa ein knappes Drittel, 30%. Ein hoher Prozentsatz, der uns auch Sorgen macht und für uns auch ein schwieriger Punkt ist. Mit der Polizei in eine Anstalt gebracht zu werden, sei für viele ein traumatisches Erlebnis, sagt Hoff. Die Leute seien wütend und eingeschüchtert zugleich. Es gibt Patienten, wo es Tage dauert, bis die sagen, ich bin überhaupt bereit, mit euch darüber zu reden. Ich bin so gekränkt, so verärgert. Und ich kann auch verstehen, dass Patienten dann nicht differenzieren zwischen dem Zuweiser und uns. Das ist dann die Psychiatrie. Manchmal, wenn Patienten zu später Stunde eingeliefert werden, müssen sie die erste Nacht auf einem Bett im Flur verbringen. Hier sollen sie zur Ruhe kommen. Für viele ist das die Hölle. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, meint Hausarzt Berli, der solche Einweisungen ausstellt. Subjektiv für den Patienten kann das schon unter Umständen traumatisierend sein. Darum macht man es natürlich schon nicht so gern. Es kann traumatisierend sein. Aber es kann natürlich auch sein, wenn jemand vielleicht ungerechtfertigterweise mal gleich jetzt eingewiesen wird, dass es vielleicht gleich ein Denkzettel ist, dass er sich sagt, das lasse ich mir nie mehr geschehen. Und sich das Verhalten dann vielleicht auch entsprechend anpasst. Das ist zynisch, sagt Rechtsanwalt Roger Burgess. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen aus psychiatrischen Kliniken zu holen. Burgess gehört zum umstrittenen Verein Psychex. Umstritten deshalb, weil Psychex psychiatrische Kliniken pauschal als Repressionsinstrument des Staates betrachtet. Aber braucht es nicht auch Kliniken, die Leute in Grenzsituationen helfen, weil sie ja gefährlich sein für die Allgemeinheit? Ja, das gibt es natürlich schon. Aber wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie viele Leute das wirklich gefährlich gewesen sind unter meinen Klienten, dann braucht es nicht jedem Kanton 3-4 Anstalten. Dann würde vielleicht eine, zwei in jedem Landesteil landen, vielleicht für den italienischen, den französischen und den deutschsprechenden Teil. Aber mehr nicht, weil es gibt wirklich ganz wenig unter denen, die wirklich gefährlich sind. Einweisungen in psychiatrische Kliniken sind manchmal unumgänglich. Dennoch sind wir immer wieder erstaunt, wie wenig es braucht, um eine sogenannte fürsorgerische Unterbringung zu kassieren. Wir sind unterwegs, um einen Mann zu treffen, der wegen eines Facebook-Eintrages in eine Klinik gesperrt worden ist. Erwin M. ist Doktorand an der ETH. Er möchte nicht erkannt werden. Eine Woche lang war M. unfreiwillig in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Das hat ihn traumatisiert. Schon am ersten Tag kam M. in ein Isolationszimmer. Nachdem ich aufgewacht bin, kam ein Pfleger in den Raum und hat mir die Beine zusammengebunden. Und zwar so fest, dass es wirklich ins Fleisch eingeschnitten hat. Haben Sie das als Strafmaßnahmen verstanden oder wie haben Sie das interpretiert? Ich habe zu jenem Zeitpunkt nicht verstanden, was das soll. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Was war passiert? Erwin M. ist in psychiatrischer Behandlung, setzt seine Medikamente ab. Auf Facebook und Twitter veröffentlicht er düstere Gedanken. Die Welt wird untergehen, falls der Sohn Gottes nicht Sex mit der Jungfrau Maria haben wird. Die Eltern von M. rufen seine Psychologin an. Diese alarmiert den Notfallpsychiater. Er droht, bei weiteren Einträgen werde M. in eine Klinik eingewiesen. Morgens um 2 Uhr tragen 5 Polizisten M. aus seiner Wohnung. Nur weil er weitere Weltuntergangsszenarien ins Internet stellte. Verstehen Sie, dass der Staat bei psychisch sehr auffälligen Personen eine Zwangseinweisung in eine Klinik verfügt? Das kann ich verstehen. Ich glaube auch, dass das in gewissen Fällen nicht anders geht. In meinem Fall war es einfach so, dass ich lästig war oder unbequem und dass man sich Sorgen gemacht hat. Im Einweisungsprotokoll heißt es: Seltsame Gedanken auf Facebook.
Eigenartig. Der Notarzt stellt bei M. keine Selbst- oder Fremdgefährdung fest. Trotzdem weist er ihn ein. M. ist außer sich. In der Klinik läuft er nackt durch die langen Flure. Schreit um Hilfe, schlägt um sich. Die Pfleger können ihn nicht beruhigen. Sie verabreichen ihm Psychopharmaka. Es sind mehrere Pfleger auf mich losgegangen. Haben mich aufs Bett geworfen, festgehalten. Und dann mit einer Spritze mediziert. Haben Sie sich gewählt gegangen? Ich war dann für einige Stunden bewusstlos. Bin dann aufgewacht in einer Isolationszelle. Leicht benommen. Ich habe mich sehr schlecht gefühlt danach. Im Einweisungsprotokoll steht, welche Mittel M verabreicht worden sind, mit welchen Nebenwirkungen. Zyprexa, sehr häufig, Schläfrigkeit, Gewichtszunahme. Haldol, sehr häufig, Agitation, Insomnie, Hyperkinesie. M hat diesen Behandlungsplan nicht zugestimmt. Trotz mehrmaliger Nachfrage der Rundschau will sich die Klinik zu diesem konkreten Fall nicht äußern. Anwalt Roger Burgess sagt, er habe bisher jede Verhandlung gegen solche Zwangsmedikationen gewonnen. Die rechtliche Grundlage, Psychopharmaka gewaltsam zu verabreichen, sei dünn. In seiner Kanzlei führt uns Burgess eine Tonaufnahme vor, die er mit seinem Handy gemacht hat. Wisst ihr, ich zeige Ihnen jetzt mal so eine Zwangsmedikation, wie das jemand abgeht oder respektive wie das jemand tönt, damit Sie eine Ahnung haben, wie das Ganze funktioniert. Was ist da passiert? Ja, da ist darum gegangen, dass sie sich gewehrt hat. Sie hat nicht mit auf die Station. Ist in einem öffentlichen Raum gewesen. Und dann haben wir sie gezwungen dazu und sie hat sich dann gewehrt. Es sind immer mehr Pfleger gekommen. Ganzes Aufgebot von Pflegern. Bleibt die Frage, warum die Schweiz die dritthöchste Quote an Zwangseinweisungen in Europa hat. Experten sagen uns, es liege daran, dass hier jeder praktizierende Arzt einweisen kann, auch wenn er kein Psychiater ist. Andere führen es darauf zurück, dass es einen Mangel an ambulanten Angeboten gebe. Das ist eine komplizierte Angelegenheit, aber ich will das überhaupt nicht beschönigen. Die FU-Zuweisungsquote in der Schweiz sollte nicht so hoch sein. Die Ingenieurin Stumpf fordert per Anwalt Schadenersatz wegen Verdienstausfall. Erwin M. wehrt sich juristisch gegen seine Einweisung. Bis heute ist M. in psychiatrischer Behandlung, auch um sein traumatisches Erlebnis zu verarbeiten. Ich habe da noch ein paar Fragen an den Arzt, den wir soeben im Beitrag gesehen haben. Und der sagt, eine Zwangseinweisung kann auch mal ein Denkzettel sein. Urs-Peter Berli, Hausarzt und Amtsarzt im Kanton Thurgau in Merstede. Herzlich willkommen an der Rundschau-Theke. Danke vielmals. Sie sind der Mann, also, der in den Stumpf eingewiesen hat, die Frau, also, die einen heftigen Ehestreit hat mit ihrem Ehemann. Sagen Sie jetzt im Nachhinein, würden Sie das wieder machen, die Einweisung? Ja, ich glaube schon. Ja, das hat sich hier aufgedrängt. Wieso hat sich das aufgedrängt? Aus der ganzen Situation heraus. Sie müssen sich vorstellen, das war mitten in der Nacht. Eine Situation, da ist die Polizei gerufen worden. Die Polizei ist in die Wohnung gekommen. Und die Polizei hat dann den Eindruck gehabt, das stimmt möglicherweise psychisch etwas nicht. Normalerweise sollte ja die Polizei nicht einfach der Amtsarzt. Aber nur dann, wenn sie die Eindruck haben, da ist psychisch etwas nicht in Ordnung. Sie muss auch noch genauer hingeschaut werden. Und Sie haben dann genauer angeschaut und gesagt, obwohl Sie, ich tue das jetzt nicht kleiner machen als es ist, nur ein Hausarzt sind, ein Amtsarzt sind, aber Sie sind nicht ein Psychiater und Sie haben in kurzer Zeit müssen entscheiden, was Sie machen wollen. Das ist ein Modell, das wir häufig haben in diesem Land. Was legitimiert Sie denn eigentlich, können, so tiefgründige Sachen zu entscheiden? Das Gesetz, kann man sagen. ich würde sagen, die allgemeine Erfahrung. Da geht es nicht in erster Linie um fachspezifische Kenntnisse. Sondern da geht es darum, man lässt ja, was Polizisten berichten, was sie angetroffen haben. In dem spezifischen Fall habe ich mich auch mit anderen Angehörigen in Verbindung gesetzt, die befragt. Und das gibt einem ein Bild und dem muss man pragmatisch innerhalb von relativ kurzer Zeit
einen Entscheid fällen. Ist Ihnen da immer wohl dabei? Also, ich meine, machen Sie da nie einen Fehler? Nein, es ist einem nicht immer wohl. Es ist manchmal schwierig. Und es ist ja ganz klar, ein Entscheid für eine fürsorgerische Unterbringung ist gegen den Willen des Betroffenen. Das ist a priori so. Das ist per Definition so. Man tut also auf jeden Fall jemanden erzürnen. Man muss sich aber auch umgekehrt überlegen, was passiert, wenn ich die Person jetzt einfach wieder heimgehen lasse. Und es passiert dann etwas. Es ist also sicherer, wenn Sie jemanden einweisen, wenn Sie damit sagen, ich habe jetzt gestaunt, als ich Ihren Satz jetzt im Beitrag gehört habe, wo Sie gesagt haben, ja, das könnte manchmal auch ein Denkzettel sein. Jetzt frage ich mich, Sie sind doch da zum Helfen und nicht um sich als Richter aufzuspielen, oder? Da muss man jetzt ganz klar unterscheiden. Wenn ich Amtsarzt bin ich unter einem anderen Hut, als wenn ich Hausarzt bin. Da muss man ganz klar auseinanderhalten. Wenn ich Amtsarzt bin, dann bin ich Vertreter auf dem Staat, auf der staatlichen Ordnung. Dann sind Sie härter, als wenn Sie Hausarzt sind. Ich muss einfach anders urteilen. Ich muss die Sache versuchen, objektiv zu betrachten. Wenn ich Hausarzt bin, dann stimmt mal grundsätzlich das, was der Patient mir sagt. Und wenn ich Amtsarzt bin, dann muss ich das Ganze anschauen. Mit der Polizei zusammen. Eine gesamte Gefährdung oder eine Situation als Gesamt versuchen zu erfassen. Jetzt haben Sie aber auch gehört, oder? Wir haben zusammen den Beitrag angeschaut. Frau Stumpf sagt und auch der Erwin M., dass Sie eigentlich jetzt schlechter zu Weg sind als vorher, bevor Sie eingewiesen worden sind. Sie haben das Trauma irgendwo durch erlitten. Was hat denn das noch mit Fürsorge zu tun, wie es eben heisst, in dieser fürsorgischen Unterbringung? Es gibt ja in dem Sinne gibt es wirklich, sagen wir, zwei Sachen. Das eine ist jemand, der ja wirklich psychisch krank ist, wo man muss in dem Sinne fürsorgerisch unterbringen. Und das andere ist Krisenintervention. Und da ist es ganz eindeutig eine Krisenintervention gewesen. Und es wäre auch wahrscheinlich ein Psychiater in dieser Nacht mit einem längeren Gespräch nicht einfach gefallen oder gar nicht möglich gewesen. Wer ist jetzt in dieser Situation da Täter und wer Opfer? Man hätte einfach am Schluss müssen einen Entscheid fällen und man hätte die Sache müssen deeskalieren. Aber ich spüre raus, bei Ihnen, auch beim Herrn Hofwoller, den wir gehört haben aus Zürich, es ist irgendwie nicht ganz wohl den Leuten dabei, dass man eben jeder Vierte wird zwangsweise eingewiesen. Ich habe das Gefühl, man geht ein bisschen leger um mit diesen Zwangseinweisungen. Das ist der Eindruck, Herr Birli. Da müsste man jeden einzelnen Fall anschauen. Das kann man absolut nicht pauschalisieren. Wir haben, wenn wir in so einer Situation sind, drei Möglichkeiten. Entweder tun wir jemanden in polizeilichen Gewahrsam, also inhaftieren. Dort hat man keinerlei Betreuung, nichts, dann ist er einfach im Käfig. Oder man lässt ihn wieder heimgehen. Oder halt eben fürsorgerische Unterbringung. Diese drei Möglichkeiten haben wir und unter denen muss man auslesen, in relativ kurzer Zeit. Auch wenn man nachher ein Trauma hat und wenn man nachher schlechter Zweig ist als vorher, wie es jetzt in diesen beiden Fällen, die mein Kollege Thomas Vogel dargestellt hat, der Fall war. Muss man in Kauf nehmen, das Risiko? Das kann ich nachher nicht beeinflussen, wie es auf der Abteilung geht, wie die Person betreut wird. Mhm. Ich kann einfach nur sagen, wir haben an sich eine gute Psychiatrie. Aber wir wissen es auch von den normalen Spitälern, dass Patienten manchmal kommen und hinten und vorne nicht zufrieden sind. Und alles ist nicht gut gelaufen. Also das habe ich Rückmeldungen von kleinen Operationen und so. Und bei anderen Patienten läuft es rund und geht gut. Es ist immer die Frage der Alternativen. Ich habe bei der Recherche, ist mir aufgefallen, in Langenthal zum Beispiel gibt es die mobilen Krisenequipen, die unterwegs sind. Das sind dann wirklich Profis, das sind Psychiater, die von Ort kommen, wo es auch Alternativen gibt im Ausbau von der ambulanten Möglichkeiten. Muss nicht das längerfristig der Weg sein, weg von dem Hausarzt-Amtsarzt-Modell hin zu Profis, Professionalisierung, die wirklich können entscheiden können mit Fachkenntnis, was Sache ist. Das ist der nächste Schritt auf jeden Fall. Grundsätzlich ist es ja so, dass für jede Unterbringung KESB, also die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, zuständig ist. Als Ärzte können wir nur eine provisorische Verfügung machen, die ja innerhalb ein paar Tage nachher durch KESB muss bestätigt werden. Jawohl, es ist richtig so. Oder der Einweisungsgrund ist mittlerweile hinfällig geworden und man kann Person wieder Golo, vielleicht die ambulante Betreuung. Und das ist auch richtig, dass es nicht nach einer Langzeit Einsperrungen gibt. Dass man nach Alternativen sucht. Und derartige sind in den letzten Jahren auch massiv aufgebaut worden. Auch im Kanton Thurgau. Letzte Frage, bitte um eine kurze Antwort. Aber sind wir uns einig, Herr Birli, dass es am Schluss die letzte Möglichkeit muss sein, Ultimo Ratio, dass man eine so eine fürsorgerische Unterbringung macht? Das ist ein massiver Eingriff in die persönliche Freiheit.
Das ist es. Und es kann sehr, sehr traumatisierend sein. Das wegen dem Denkzettel ist vielleicht noch so gemeint, jemand, der vielleicht eben nicht wirklich psychisch krank ist, sondern einfach eine Krisensituation und aber in dieser Krisensituation vielleicht auch nicht sehr günstig reagiert hat, der hat vielleicht die Möglichkeit, sich tatsächlich zu ändern und sein Verhalten entsprechend anzupassen. Urs-Peter Behrlich, ich bedanke mich, dass Sie auch noch gerade Ihrem Geburtstag live in die Rundschau gekommen sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.